Okay, Monday Madness und wir sind hier an einem coolen Spot in Forchheim. Es sind 6er Stufen mit so einer Mauer und heute ist der Jake wieder dran. Und zwar versucht er eine 180 über die Mauer und er hat genau 5 Versuche Zeit, den Trick zu stehen. Und wenn er ihn steht, bekommt er eine Belohnung. Wir machen das jetzt nämlich anders. Ich möchte die Leute nicht mehr bestrafen, weil das ist ja uncool. Und zwar eine Belohnung. Und ich zeige es euch, der Jake weiß noch nicht, was es ist. Ich zeige es euch mal ganz schnell. Und zwar hier ein paar coole Sticker. Adnis Pambi, Tedos Girl Grind. Und. Creme de la Creme. Das ist ein... So schaut euch die aus. Und ein Stormtrooper. Und weil der Jake so ein Partygänger ist, ein, was man so kennt, ein Jägermeist, ein Armband, ein Jägermeister-Armband, das sogar im Dunkeln leuchtet. Darüber würde sich freuen, der Jake. Er weiß noch nicht, was er bekommt, wenn er es schafft. Er hat 5 Versuche. Wenn er es nicht schafft, verraten wir ihm auch nicht, was es ist. So, verstecken wir das ganz schnell. Okay. Und 5 Versuche, Jake. 5 Versuche. Also pass auf, der Jake hat jetzt 5 Versuche, da ein Frontside 180 über die Mauer runter zu machen. Jonah, willst du auch mitmachen? Dann müsst ihr euch... Frontside 180, da töte ich mich, da bringe ich... Kickflip. 5 Versuche. Ja, okay. 5 Versuche. Ja, okay. Wer von euch beide als erstes steht, der bekommt den Preis. Ja? Ja. Okay. Und wenn ihr es beide steckt, müsst ihr euch halt den Preis teilen. Okay, die zwei Boys probieren es. Oh, wir machen keinen Vertigo-Effekt. Ja. Checkt ihr das Vertigo? Wow. Okay. Kleine Film-Knowledge nebenbei. Vertigo-Effekt ist, wenn die Kamera zum Beispiel rausfährt und gleichzeitig reinzoomt oder reinzoomt und rausfährt. Das macht so einen komischen Fishy-Effekt. Zum ersten Mal in dem Film Vertigo. Deswegen kommt der Name daher, Vertigo-Effekt. Und wer zum Beispiel Herr der Ringe kennt, die Szene, wo Frodo in die Spinnenhöhle reinschaut und es auf einmal alles so spooky ausschaut, das ist ein Vertigo-Effekt. Das habe ich gerade eben gemacht. Ich weiß, die meisten von euch interessiert es nicht, aber ein bisschen Knowledge nebenbei, damit ich euch ein bisschen bilde. So, jetzt machen sie ein Triggery, Triggera, Trigger Room. Okay. Okay. Dann macht als erstes, hat er gesagt. Okay, der Leonard fängt an. Versuch Nummer 1. Oh, Pro-Tipp gegen Wheelbites. Bisschen wachsen in die Rollen. Wer auch immer NKA anschaut, der ist der King. NKA-Witz. Und der Jake hält davon nichts. So, der erste Versuch. Auch Pro-Tipp. Erstmal im Flat machen, damit man ein Gefühl für bekommt und dann irgendwo runter. Und der Leonard hat Monster-Kickflips, aber ich glaube, der könnte das sogar schaffen in 5. Oh. Nicht als Versuch, oder? Ja, das war... ich bin noch gnädig, es war ein erster Try-Versuch, den kriegt der Jakob jetzt auch. Okay. Also Try-Versuch, ja, also Antest-Versuch. Okay, Skater randalieren. Typisch Skater. Kennen das Gesetz nicht. Warte mal, wenn ich euch schon zuquatsche, ich zeige euch mal den Spot, der schaut eigentlich ziemlich easy aus, aber... Was die zwei gerade richtig ein bisschen rausbringen, ist hier diese blöde Kante. Das heißt, man kann nicht bis zum Ende fahren und rauspoppen. Das macht schon ein bisschen schwerer. Aber der Jakob, der scheißt jetzt drauf und er macht's jetzt. Und wieder der Vertigo-Effekt. Wow. Okay, das war der erste Antestversuch. Und jetzt fangen wir an mit dem richtigen Madness Monday. Madness. Wow, das war ein guter Versuch. Versuch Nummer 1, Leo, das sah echt nicht schlecht aus. Jake. What? Nice. Ich glaube, du gewinnst. Ich würde mir gerne auch einen Jake setzen, nicht weil ich den Leo das nicht zumute, aber 180 ist ein bisschen leichter und der Jake kann den echt eigentlich im FF. Ja,
Oh, oh, oh. Das war jetzt nicht so sexy. Wow! Das war ein richtig geiler Kick. Hätte nur committen müssen. Oh! Selbe Problem. Er hätte es einfach machen müssen. Er hätte committen müssen, aber er schmeißt das Board weg. Alles klar, Jake? Ja. Okay, das war jetzt der dritte, ne? Ja. Ja, jeder noch zwei Versuche. Also wenn ihr wüsstet, was der Preis wäre, würdet ihr euch mehr anstrengen. Ah, das war kein guter Flick. Oh, die Raudis hier. Die Raudis. Hopp, Jake. Ah, kein Commitment. Das klang aber auch nicht gut. Vierter Versuch, jetzt hat jeder noch einen. Oh Gott, come on. Also, hau rein, Leo. Catchen und weiterfahren. Ah, oh, alles klar? Also nicht, oh, das, oh ist Gott. Alter. Hashtag Alter. No Family. Alter. Das war direkt, knapp, ey. Direkt hier quasi zwischen Arschbacke und, Beine nur ein bisschen weiter drunten. Aber zum Glück genauso, dass es nicht wehgetan hat. Also ich spüre es schon, aber. Oh Mann, deswegen. Ist nicht so, dass ich gerade denke, ich sterbe. Deswegen trägt man Baggy Pants. Alter. Glück gehabt, Dude, ey. Okay. Dieses erschreckende Ereignis bringt den Jake jetzt wahrscheinlich auch raus. Ah, come on. Okay, ich muss leider sagen, es tut mir sehr leid für beide. Es war trotzdem geil. Der Jake hat es fast geschafft. Du hast auch einen geilen Versuch gehabt. Richtig geiler Slam. Ein richtig geiler Slam, wenigstens etwas für die Kamera. Wie versprochen verrate ich denen nicht, was der Preis gewesen wäre. Beim nächsten Mal haben sie nochmal die Chance. Und genau. Nächste bei der Sparkasse, oder? Ja, Sparkasse. Mhm. Okay. Okay. Sparkasse? Sparkasse. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Bye.